tanzen in den Straßen von Sao Paulo. So bereitet sich Giovanna Maida auf ihren großen Tag vor. Bei der prunkvollen Parade beim Karneval in der brasilianischen Metropole läuft sie zwar nicht mit, aber eine wichtige Rolle spielt sie dennoch. Gemeinsam mit 4 weiteren Blinden bewertet sie die Samba-Schulen und besonders deren Trommler. Ich denke, die Karnevalsorganisatoren und die Samba-Schulen wollen zeigen, dass es bei diesem Festival um Vielfalt geht. Auch Leute, die sehbehindert oder andersartig sind, können sich in Harmonie und im selben Rhythmus mit allen anderen bewegen, wie bei den Samba-Schulen. Die Initiative wird von einer Gruppe von Samba-Schulen unterstützt. Statt nur einer Behinderung erkennen sie in der eingeschränkten Sehfähigkeit etwas Positives. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen mit visuellen Problemen sensibler gegenüber Klängen sind. Und ich bin beeindruckt von ihrer Aufmerksamkeit und ihrer Hingabe. Blinden Juroren sind praktisch und theoretisch geschult und erkennen einen guten Rhythmus, wenn sie ihn hören. Und ihr Urteil ist unverfälscht, denn schließlich lassen sie sich nicht von den visuellen Reizen der Show ablenken. Os avaliadores têm que gostar da música, têm que gostar do samba e têm que ter o samba correndo na veia. Diese Erfahrung hat mir viel über das richtige Zuhören beigebracht. Nicht nur darüber, wie ich den Trommeln der Samba-Schulen zuhöre, sondern auch mir selbst. Sao Paulo wartet in diesem Jahr außerdem mit einer weiteren Premiere auf. Bei den Paraden in den Straßen werden auch blinde Tänzer mit dabei sein. Das bunte Fest ist auch ein Karneval der Vielfalt.